Ja, nehme an, ich möchte dieses Konto gar nicht mehr mit Thunderbird verbunden haben. Dann kann ich hier ebenfalls reingehen in den Konteneinstellungen. Ich wähle die entsprechende E-Mail-Adresse aus. Das ist gleichzeitig das Konto. Und hier bei Kontenaktionen kann ich sagen, Konto entfernen. Ich bin sicher, genau. Und dann ist dieser E-Mail-Account mit Thunderbird nicht mehr verbunden. Ich probiere das jetzt mal nochmal aus, wenn ich Thunderbird starte. Genau, dann kommt wieder mein Einrichtungsassistent und hier ist keine E-Mail-Adresse mehr aufgeführt.